Mom? Dad? Oh, endlich im Urlaub angekommen. Ah, ja, aber irgendwie, Schatz, ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Nein, Schatz, das bildest du dir nur ein. Wir haben nichts vergessen. Ja, aber irgendwie, Kevin! On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear Kevin? Mom? Kevin! Mom! It's Christmas time! Haha, du hast eine rote Nase. Boah, so bewölkt heute. Mein Schlitten hat immer noch keine Scheinwerfer. Ich brauch Licht. Rudolf! Ja, okay, ich bin dabei. Gönn ich dir nicht. Rudolf, du hast Weihnachten gerettet. Daran sieht man einfach, dass so komische Eigenschaften wie deine rote Nase an manchen Personen was ganz Besonderes sein kann. Steh zu dir selber. Hey Dad, guck mal, da ist der Weihnachtsmann. Hey, was machen Sie da? Oh. Hey, alles gut bei dir? Hey, der passt mir doch eigentlich. Dad, probier ihn doch mal an. Und? Was sagst du? Ich glaube, du verwandelst dich bald in den Weihnachtsmann. Hä? Was redest du? Doch, wirklich. Oh, sag das aber keinem weiter. Ich glaube aber nicht, dass ich das geheim halten kann. Das behandeln wir in Teil 2, mein Junge. Weihnachten ist Humbug. Wer bist denn du? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht, Bro. Und jetzt fühlst du dich an früher erinnert. Hahaha, Geist wegen Geist. Was ein Wortwitz. Wer bist du jetzt schon wieder? Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und jetzt hast du mal ein bisschen Mitleid für deine Angestellten. Ach Mann. Ey, wie viele gibt's denn von euch? Ich bin der Geist der zukünftigen Weihnacht. Du sollst dich ändern, Bro. Oh mein Gott, ich lebe! Hey ihr da draußen, frohe Weihnachten euch allen! Hey Junge! Hol mir den größten Truthahn und du bekommst einen Silbertaler. Wenn du es in weniger als 10 Minuten schaffst, sogar 2. Weihnachten ist ein schönes Fest.